Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Last Day of June. Ja, ehrlich gesagt habe ich mir jetzt echt Gedanken gemacht. Wenn ich mit dem Jäger weitermache, bringt mir das natürlich nicht viel, weil ich muss irgendetwas machen, damit das bei ihm natürlich richtig ausgeht. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt gerade logisch finden würde, wäre wirklich dann mit ihr erstmal weiterzumachen, weil wir wissen ja, dass wir dieses Seil da holen können. Ich weiß nicht, vielleicht kann sie ja noch irgendetwas machen, was den Jäger beeinflusst oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren, in der Hoffnung, dass das so klappt, wie ich mir das jetzt wünsche. Mal schauen. Also, wir fangen wie so oft in diesem Spiel wieder mit den Anfangsszenen an. Ah, diesmal sieht sie den Jäger. Okay. Ah, ich verstehe. Das soll also dann bedeuten... Guck mal hier, der Weg ist frei. Nehme ich mal an. Ja, es ist immer noch wackelig und du solltest das befestigen. So viel haben wir verstanden. Du brauchst ein Seil. Aber wir möchten natürlich nicht, dass der Junge am Ende, also jetzt im Moment schon, weil er braucht ja den Hund. Ne, Moment, er hat ja jetzt das Seil. Was rede ich denn hier für einen Schwachsinn? Moment, bin ich jetzt? Ich bin jetzt ganz hinten. Da war doch noch eine Tür. Genau, das habe ich nämlich noch im Kopf gehabt. Die wir vorhin nämlich nicht geöffnet haben. Ich hoffe. Ah, das ist mit ihr. Okay, perfekt. Ich dachte gerade schon, das wäre für einen Jäger. Das heißt, hier ist auch nochmal was, was wir mit dem Jungen machen können. Die Frage ist, ist das eine Erinnerung vom Jungen auch? Ich hoffe es. Es sieht so ein bisschen von hier unten so aus. Wir machen auf jeden Fall die Tür schon mal. Ach ja. Ja, es wird bestimmt der Junge sein. Beziehungsweise zumindest müssen wir mit dem spielen. Weil der kann ja die andere Tür nicht öffnen. Haha. Hier rechts kommt der Junge rum. Wir können aber hier links rein. Ach, der Hund steht ja jetzt da hinten. Ist das für mich? Das ist für mich. Okay, perfekt. So, ich guck. Genau, da komme ich nicht hin. Das heißt, der Jäger kommt da auch nicht hin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dem Jungen dann nochmal hier rum. So, kann ich dem Jäger jetzt eventuell helfen, dass das jetzt so das Ende wird? Also, positives Ende für den Jäger, meine ich jetzt. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ja, sie lässt uns, oder er lässt uns nicht vorbei, ne? Habe ich mir jetzt auch schon fast gedacht, dass wir mit dem Jäger dann nochmal von vorne anfangen müssen. Und dann, nachdem wir mit dem Jungen aber hier das mit der Tür gemacht haben. Okay, wir machen jetzt erstmal das, was wir mit ihr machen können. Nämlich das Auto. Ja, da hört es dann wahrscheinlich auch schon auf. Ich denke mal, das wird eine recht kurze Sequenz. Müssen wir dem Jäger doch helfen? Oder können wir jetzt dahin? Nee, das macht sie jetzt automatisch, okay. Ja, Junge, du wolltest eben nicht, dass ich deinem Freund helfe. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt ein Jäger ist, nebenbei bemerkt. Aber warum sollte der sonst mit so einer Schrotflinte da rumlaufen? Ich meine, na gut, ist Amiland, nehme ich mal an. Ne? Von wegen Waffengesetz und so. Okay, wir... erleben mal wieder die 10. Nee, wir erleben. Keine? Doch, das ist runterbröckelt. Aber warum? Er ist ja hinten runtergefallen. Oder ist es jetzt. Nee. Ach, der Hund. Scheiße. Ei, ich hatte gerade für einen ganz, ganz kurzen Moment, habe ich echt gedacht, jetzt ist es perfekt, jetzt können wir es so lassen. Aber nein, natürlich nicht. Aber
Sie ist erstmal safe. Also ich denke, mit ihr können wir nichts anderes mehr machen. Jetzt muss ich überlegen. Wenn wir jetzt mit dem Jäger reingehen, dann haben wir den Hund. Weil der Kleine noch den Dings hat hier. Wir können aber den Jäger gut ausgehen lassen. Also ich hoffe, dass es so passiert. Wir können den Jäger gut ausgehen lassen, dass er die mit... Achso, wir müssen aber erst mit dem Jungen da rein. Um das für den... Ja. Habe ich ja eben gesagt, wir müssen erst mit dem Jungen da rein, um das frei zu machen für den Jäger. Boah, das ist sowas von abartig. Also im positiven Sinne natürlich jetzt abartig. Also soll jetzt nicht heißen, dass ich das Spiel nicht mag oder dass die das jetzt ganz doof gemacht haben oder so. Das definitiv nicht. So, ich finde schon gut, dass die Teile wenigstens ein bisschen abgekürzt werden. Obwohl, na, das hätten sie auch ein bisschen schneller abkürzen können. Oder ein bisschen schneller einfach durchlaufen lassen können. Ja, die Szenen, die wir heute jetzt schon 1 Million Mal gefühlt gesehen haben. Schauen wir uns dann noch mal kurz an. So, der Jäger ist jetzt hinten. Das heißt, ich könnte auch... Wo kommen die Milchkannen denn jetzt hierher? Waren die vorher auch? Ich bin gerade überlegen. Das hier ist aber von dem Jäger gewesen. Ja, das war vom Jäger. Das heißt, das müssen wir auch noch mal machen. Und da hinten, das war, glaube ich, von dem alten Mann, den wir nebenbei bemerkt noch gar nicht gespielt haben jetzt, ne? So, Moment. Ach so, ich bin hier vorne bei der Kirche. Bin ja völlig falsch. Okay. Ich muss in die Richtung. Sie hat das Seil aber noch nicht geholt. Na gut, das ist ja unabhängig von mir. Ich laufe jetzt mal mit dem Ball hinterher. Ich darf nur nicht den Hund ablenken. Oh, oder kann ich den Hund ablenken, damit er rauskommt? Das könnte vielleicht... Also Moment, wir machen das erstmal kurz. Weil die ja immer so bleiben, wie man sie hinterlassen hat, wenn ich mich richtig erinnere. So, da muss der Jäger dann hin. Okay, es war doch kein... Okay, hier ist sonst nichts mehr. Es war doch kein Dings hier für das Kind. Moment. Ach so, da muss ich wieder aufheben. Ist da hinten eigentlich noch irgendwas oder was ist das hier? Das ist ein Gemälde irgendwie noch. Okay. Gut. Der kommt jetzt hier wieder raus. Der kann sich jetzt hier erstmal den Weg freischießen. Oder werfen von mir aus. So, da hinten, denke ich mal, kommt gar keiner rum, oder? Doch, Moment, das muss aber... Nervensäge? Ach, für den alten Mann, okay. Okay, okay. So, hier ist die Medaille jetzt schon drin. Wir machen das jetzt erstmal frei. So, ist jetzt nur für ihn, weil wir können da sowieso nicht rum. Die Frage ist jetzt, müssen wir jetzt eventuell... Ach so. Nee, dann können wir den Hund auch nicht ablenken, weil das ist zu schwer für ihn, ne? Das ist ja dieses, was wieder zurückklappt. Ja, ja, ja. Und ich denke, das andere ist auch so ein Ding, was zurückklappt. Wir probieren es vorsichtshalber mal... Ach so, Moment. Nee, da komme ich nicht rum, ne? Nee, da komme ich nur von der anderen... So halt. Och nein, jetzt... Ach nee, da kam ich ja auch gar nicht hin. Nee, das ist auch so ein Ding. Okay. Das heißt, für den Jungen gibt es jetzt keine Möglichkeit... Sie hat das Seil auch schon geholt, okay. Für den Jungen gibt es keine Möglichkeit, da das zu öffnen oder was weiß ich was. Da oben ist noch was Blaues, das von mir. Eine Erinnerung. Wieso hat sie das denn immer noch nicht gemacht? Naja, ich hoffe mal nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat.
Tatsächlich, das ist eine Erinnerung von mir, okay. Dann gucken wir hier aber nochmal kurz rum. Aber ich glaube, ich habe mit ihm schon so einige Erinnerungen geholt. Ich denke mal nicht, dass da jetzt noch irgendwas groß sein wird für ihn. Das ist auch schon weg. Das ist für... Man kann es nicht erkennen. Das ist für sie. Ach, da muss ich trotzdem nochmal mit ihr da rein. Okay. Moment, da hinten ist scheinbar noch eine Erinnerung. Über die Brücke drüber, da sind wir, glaube ich, noch nie rübergegangen, ne? Okay. Aber das sind 8. Also ich werde mehr als die Hälfte, denke ich mal, kriegen, aber wo soll ich denn die anderen alle herkriegen? Also finden. Nee, hier kommen die dann aber auch nicht rum. Also die Erwachsenen. Das ist noch vom Jäger. Das ist ja noch vom alten Mann. Die müssen dann irgendwie einen komplett anderen Weg laufen, denke ich mal. Guck ich hier nochmal eben schnell. Hier ist auch keine Erinnerung mehr. Okay. Nee. Das war jetzt nicht die Straße. Okay, dann. Das ist auch der alte Mann. Okay. Dann beenden wir das jetzt mal mit ihm. Und damit hat er, genau, damit hat er jetzt wieder seinen Drachen. So. Und wir dürfen zum 1.000.000. Mal die gleichen Szenen wieder angucken. Ja. Ja, das hätten sie wirklich ein bisschen kürzen können, weil das doch sehr nervt. Zumal man ja 1.000 Mal reingehen muss. Oh. Was jetzt ein bisschen doof ist, dass wir jetzt noch die Erinnerungen mit ihr haben. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal schnell mit ihr reingehen und die Erinnerungen holen. Dann das Seil holen. Ach so. Ja klar, wenn er nicht darunter fällt, ist der Hund natürlich bei ihm. Dann läuft er der Frau nicht hinterher. Ja, da müsste doch jetzt eigentlich alles perfekt sein. Wenn wir das mit ihm hinkriegen. Andererseits haben wir dann den Alten immer noch nicht gespielt. Also ich gehe jetzt mal ganz schnell nochmal zu ihr rein, damit ich mit ihr nochmal die Erinnerungen holen kann. Ist jetzt ein wenig nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut, geht ja nicht anders. Weil ich möchte schon gerne die Erinnerungen dann doch auch noch holen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir alle. Keine Ahnung. So, das tun wir mal eben schnell hier rein. Zack. Dass man das da nicht überspringen kann, das finde ich ein bisschen blöd. So, diese Folge, meine Damen und Herren, wird auch wieder ein paar Stunden länger als geplant werden. So, also hier oben, das hatte ich jetzt mit dem Jungen gemacht. Das heißt, da dürfte jetzt eigentlich keine Erinnerung mehr sein. Aber wir sind hier rumgelaufen und da war irgendwo noch eine Erinnerung, glaube ich, für mich auf dem Weg. Das heißt, da unten leuchtet jetzt, glaube ich, blau. Genau. Das heißt, die schnappen wir uns schon mal. Also Erinnerungen. Sie erinnern sich ja streng genommen an nichts. Also man kann es jetzt nicht so wirklich Erinnerungen nennen. Kommt man aber auch nicht rein oder so, ne? Das ist das, genau, mit dem, okay. Da hinten war jetzt nur die Erinnerung von dem Kleinen.
So, sie... Ah ne, sie kann auch nicht da durch, weil das von der anderen Seite ja abgeschlossen ist. Okay. Theoretisch müsste ich das mit dem Alten dann öffnen und würde mit dem dann die Tür offen haben. In der Hoffnung, dass ich dann nicht nochmal komplett darum muss. Das war die andere Erinnerung. War hier unten noch eine Erinnerung? Da gucken wir auch nochmal eben schnell. Das ist vom Jäger. Okay, also der Jäger müsste dann auch nochmal hier überall rumlaufen. Ach ja, klar, ich bin ja mit ihr diesen Weg ja auch gelaufen. Okay, oben war das auch mit dem Alten. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mit dem Seil. Wir haben jetzt 10 Stück, glaube ich. Das passt doch niemals. Also, was ich mache, wird aufgehen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich denke, ich muss da noch eine Sequenz mit dem Alten spielen, weil den haben wir irgendwie noch gar nicht gesehen. Und in der Mitte, das ist ja auch noch so grau. Und da hinten, ja, ich meine, mit dem Alten, da muss ich ja sowieso mehrere Sachen einsammeln. Das war alles für ihn. Und... Oh, ich dachte gerade, das Seil hängt da nicht mehr. Ich bin gerade bekloppt geworden. Okay, und das war jetzt auch für den Jäger hier, genau. Okay, dann gehen wir wieder raus. Schließen das Ganze jetzt ab mit dem Auto. Ja, der Jäger hat viele Erinnerungen. Ich hoffe, dass wir die restlichen Erinnerungen wenigstens durch den Alten noch bekommen. Aber da habe ich bis jetzt nur 2, glaube ich, gesehen. Vom Jäger waren das 1, 2, 2 oder 3. Nee, 3 oben ist noch ein. 3 oder 4 müssten das vom Jäger sein. Da müsste ja der Rest theoretisch alles von dem Alten dann sein. Ja, und die üblichen 10. Immerhin hat man dann immer mal wieder Zeit, ein Stück zu trinken. So, das wissen wir jetzt in- und auswendig, dass der gleich da drauf springt und das dann hier abbricht. Okay, zumindest hat es jetzt auch schon mal gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Dann gehen wir jetzt schnell zum Jäger zurück. Oder zu dem Herrn, den ich Jäger nenne. Das scheint ja irgendwie so ein Baron oder sowas zu sein. Baron von Trottelichhausen. Ja, also nach dem, was dem alles passiert, ich weiß auch nicht. Okay. Oh, jetzt sagen wir... Bitte nicht, dass ich den ganzen Mist jetzt nochmal machen muss mit dem... Nein. Oh nein, bitte. Das ist nicht euer Ernst. Och Mann. Ach so. Nee, ich muss da ja nicht hinlaufen. Hühnchen, komm mal nach hier. Undi, du musst mir helfen, damit das schneller geht. Boah, ich hab doch keine Ahnung, wie das jetzt am Ende war. Oh mein Gott, es kann ab... Oh, es kann abgekürzt werden. Oh, okay. Aber ich will den Tag jetzt hier nicht abschließen, deswegen muss ich jetzt mal eben schnell vorher gucken. Wegen den Erinnerungen. Also. Da haben wir eine. Ah, jetzt sind wir erst bei 10. Hä? Ich habe doch eben 2 gefunden. Und da hatte ich ja schon 8. Jetzt bin ich einigermaßen verwirrt. Das lassen wir jetzt erstmal aus. Ich gehe jetzt erstmal da hinten hin. So, Moment. Eine Erinnerung.
war, meine ich, auch noch... Achso, bei diesem einem Haus war eine Erinnerung, genau. Moment. Nein. Ich habe was vergessen mit dem Jungen. Ist das euer Ernst? Och nee. Das war da oben mit dem Alten, muss ich das machen. Da war meines Wissens nach keiner... ach so, da komme ich sowieso nur als Junge hinten hin. Aber hier vorne ist auf jeden Fall noch einer. Also wenn mir noch eine Erinnerung fehlen sollte, nachdem ich das mit dem Alten gemacht habe, dann muss ich tatsächlich nochmal mit dem Jungen das machen. Oder ich schneide das einfach nachher raus. Das kann ich auch. Da kommen wir da hinten hin, da ist auch nichts mehr. Dass ich das mit dem Jungen mal eben zwischendurch mache, das aber nicht mit ins Video reinsetze, weil das dauert wirklich zu lange. Wenn, ich meine, ihr seht dann ja 2 Millionen Mal das Gleiche. Das ist ja so schon nervig genug. Ah, Gott. Waren das jetzt tatsächlich alle hier? Guck vorsichtshalber hier hinten nochmal. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Okay. Aber wir haben jetzt doch S11, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei dem Alten jetzt so viel mehr bekommt. Ich würde dich ja gerne grüßen, aber ich mache dann nur so komische Poser. So komische Poser-Gesten. Wieso hängt der Hund jetzt da vorne, wenn der doch schon hier... Ach so, weil ich da ja nicht mehr draufschießen musste. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Oh je, oh je. Okay. Also, in der Hoffnung, dass ich jetzt tatsächlich alles gemacht habe hier. So, jetzt haben wir nämlich 12. Und da draußen... Ist da noch eine Erinnerung da unten? Nee, ich wollte gerade sagen. Okay, dann werden wir die mal den Tag beenden lassen. Ja. Stell dir vor, du hättest fast die Mama von den zwei süßen Blau... Kälchen oder sowas ermordet. Ja, das ist doch mal ein schönes Ende. Also, naja, das, wir haben ja noch kein Ende, aber das ist ein schönes Ende für ihn. Das meinte ich jetzt damit. War es das jetzt schon? Eigentlich haben wir doch jetzt alles, oder nicht? Nein, wir haben auch noch nicht alles. Ich meine, das war logisch, weil wir haben den Alten noch nicht gespielt. Aber eigentlich ist doch jetzt alles perfekt gewesen. Wieso klappt das nicht? Genau, die Errungenschaft spricht das gerade deutlich aus, was ich mich frage. Wieso klappt das nicht? Ich meine, die Antwort weiß ich, wir haben den Alten noch nicht gespielt. Ne? Also irgendein Haken musste es ja noch... Nein. Noch geben. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, ich kann nicht mehr mit dem Jungen das machen. Oh, komm. Das ist doch jetzt Mist. Ja, also ich kann dann wohl nicht das letzte noch mit dem, also die eine Erinnerung noch mit dem Jungen holen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Also den Weg freimachen zu der Erinnerung. Finde ich sehr, sehr schade.
aber es scheint nicht mehr zu gehen. Ja, ich würde dann sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Damit ist ja die Episode mit dem Jäger endlich mal beendet. Und dass wir dann in der nächsten Folge sehen werden, ja, warum es immer noch nicht funktioniert hat. Wobei meine dumme Antwort gerade ist, weil wir den alten noch nicht gespielt haben. Aber warum? Ich meine, eigentlich sollte es keinen Unfall geben. Aber gut, das werden wir dann in der nächsten Folge klären. Bis dann. Ciao.